an 65 Standorten entwickelt und fertigt das Familienunternehmen mechatronische Komponenten und Systeme für Automobile. Schwerpunkt bilden zudem Elektromotoren für Bremsen, Getriebe und beispielsweise Motorkühlung. Weltweit betreibt Brose 8 Werke für Elektromotoren. Mit über 1000 Mitarbeitern ist Würzburg das größte. Aber nicht allein wegen seiner Größe nimmt das Werk eine Sonderposition bei Brose ein. Das Leitwerk entwickelt und testet neue Technologien in der Produktion, Hand in Hand mit dem Geschäftsbereich Antriebe. Ob neue Anlagen oder Werkzeuge. Was bei Brose zum Einsatz kommt, wird zunächst in Würzburg ausprobiert und hier Schritt für Schritt optimiert. Von Würzburg aus gelangen Fertigungstechniken in die ganze Brose-Welt, beispielsweise für den elektrischen Kältemittelverdichter. Eine Produktinnovation von Brose. Er heizt und kühlt den Fahrzeuginnenraum unabhängig vom Verbrennungsmotor. Damit sorgt er auch bei Elektrofahrzeugen für den gewohnten Komfort. Für die erste Serie hat das Werk 7 Technologien in der Fertigung etabliert. 7 Technologien, die bis dahin bei Brose noch nicht im Einsatz waren. Sobald Würzburg die Serienproduktion sicher beherrscht, gibt der Standort sein gewonnenes Know-how an weitere Standorte weiter. Auch in vertrautem Terrain erprobt das Leitwerk Würzburg innovative Technologien. So wie beim Roboterwickeln für die elektrische Ölpumpe. Eine neue Maschinengeneration wickelt Kupferdraht um ein Bauteil. Deutlich schneller und enger als die bislang eingesetzten Wickler. Als der in Eigenleistung entwickelte Roboter seine Serientauglichkeit bewiesen hatte, durfte die Technologie auf Reise gehen. Erstes Ziel: der neue Standort im serbischen Pančevo. Die bei Brose angestrebte Fabrik 2025 ist automatisiert und vernetzt. Und schlank. Dafür gibt es seit 2006 das Brose-Produktionssystem. Es definiert weltweit einheitliche Prozesse und steigert so die Produktivität des Automobilzulieferers. Auch dabei übernimmt Würzburg eine Vorreiterrolle. In einem extra eingerichteten Trainingscenter üben Mitarbeiter aller Hierarchieebenen die Anwendung der 4 Lean-Grundprinzipien. Anfangs reisten die Teilnehmer aus aller Welt an, um sich mit Fließen, Takten, Ziehen und Nullfehler vertraut zu machen. Inzwischen kommen nur noch Mitarbeiter aus europäischen Werken. Denn in Mexiko und China sind nach dem Würzburger Vorbild die nächsten Trainingscenter entstanden. Weitere folgen in den USA und in Tschechien. Als Würzburg 2018 seine Qualitätsoffensive startete, stand zunächst das eigene Werk im Fokus. Doch was die Würzburger zur Senkung von Fehlerkosten und zur Analyse von Schwachstellen unternahmen, das machte Schule. Inzwischen orientiert sich die Qualitätsarbeit bei Brose an dem, was das Leitwerk in Würzburg vorlebt. Impulse gibt Würzburg auch mit der mobilen Instandhaltung, die technische Probleme im täglichen Betrieb löst. Über ein Fernwartungstool beheben die Würzburger Mitarbeiter Störungen an Anlagen auf der ganzen Welt. In Echtzeit, digital und per Video. Das senkt Ausfallzeiten und Reisekosten. Würzburg ist international geschätzt für ausgezeichneten Wein und die barocke Residenz. In der Brose-Welt kennt man Würzburg als Standort mit Vorbildcharakter. Das Werk treibt mit der Fabrik 2025 die Umsetzung einer modernen und effizienten Fertigung voran. Wesentliche Voraussetzung für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Familienunternehmens.